Was war das denn für eine Panikbombe gerade? Es war keine Panikbombe. Voll die Panikbombe. Gut getimed, um mein Leben zu retten. Zusammen gestorben. Ja, zusammen leben, zusammen sterben. So sagte der einst schon Matthew Fox in Lost. Weißt du, was der Helmut... Kommst du mit Lost, weißt, ne? Weißt du, was... Ja, nein, nein, mach ich nicht. Weißt du, was der Helmut Thoma, der hat da noch geredet. Der hat aktuell... Der ist schon voll alt. Der ist so alt wie Hans Meiser. Irgendwie schon 100 oder so. Und der hat jetzt irgendwie ein neues Projekt. Der macht mit dem Kaiser, irgendwie so Kaiser heißt der mit Nachnamen. Und der hat früher Giga gemacht. Und die machen jetzt in NRW Regionalfernsehsender, Nix TV. Und da sind teilweise sogar, also einer ist irgendwie Moderator, ein ehemaliger von Giga. Und der Typ, der das, dieser Kaiser, der hat halt früher auch Giga erfunden. Das ist so ähnlich wie Giga Green irgendwie aufgezogen. Okay. Und auch irgendwie Giga Games so ein bisschen mit drin. Ist alles möglich. Also der will das irgendwie zu einem Jugendsender machen. Hat ja, gibt ja keinen, ne? Na, Rike, wenn du dir mal vorstellst, du als Jugendliche, ne? Ja. Du bist ja eine. Ewig her. Und du willst jetzt Fernsehen gucken, du willst jetzt den Jugendsender einschalten. Den gibt es nicht. Es gibt keinen Jugendsender, ne? Tue ich nicht. Das ist eigentlich krass. Gab aber auch nie einen Jugendsender. Ja, eben. Aber ich finde ja, zum Beispiel das, was Giga früher mit Giga Green oder so, ich glaube, sowas würde halt heute auch noch voll funktionieren. Macht halt nur keiner, weil das Geld kostet. Game Over gehe, wie ich Game Over gehe. Nee, ich habe dir geholfen. Ich habe dein Leben gerettet. Willst du echt? Willst du haben? Nee, ich nehme das lieber. Total tot. Besser, ich nehme das. Dann wundert sich auch keiner wieder, dass ich alleine beim Endgegner bin. Nein! Und ja, schon tot. Du bringst doch ein Herz ab. So. Jetzt schaffst du das. Du bist viel besser alleine. Oh nein! Oh. Mach erst diese blöde Fledermaus kaputt da. Gut. Ausweichen. Ausweichen. Ausweichen! Oh. Sehr gut. Oi, Risiko! 2, 1, okay, Risiko. So, jetzt, warte, wir gucken uns den Algorithmus an. Ich gehe nach unten erst da, zu der Kiste. Links, Mitte, rechts, links, bitte. Den habe ich mir noch nie angeguckt. Links, bitte, rechts, links, bitte, rechts, links, bitte, rechts, links, bitte, rechts, links. Das ist sehr schwierig. Nein, jetzt! Nein! Der ist voll sch... Sei noch fieser, Spiel. Sei noch fieser. Ja, hoch. Sehr gut, so Vorsicht. Irgendwie hat das gar nichts gebracht, das einzusammeln. Hat nur ein Leben gekostet. Nee, natürlich nicht. Ich dachte, das bringt vielleicht einen Spielvorteil. Ich brauche die eh hier oben. Wenn hier die 3, 4 Blobs auf einmal sind. Wobei, man kann das auch mit Skill... Oh, die ollen Fledermäuse, Vorsicht! Oh nein! Mach eine Bombe! Panikbombe. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh, wie gemein sie sind. Nein, jetzt der auch noch. Achtung! Sehr gut. Weg schon? Ja. Wow, das war ja einfach. Easy peasy. Mach den... Nein! Von unten, ja! Ah! Oh, der verfolgt mich scheiße, voll! Der ist voll hinter dir her! Hat mich getroffen sogar. Der hat voll die Kurve gemacht, der fliegt gar nicht gerade nur. Ist voll gelogen. Offensichtlich okay, okay. Nicht. Du schaffst es. Du bringst uns durch dieses Level. Oh, 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 oh. Oh nein, nein, nein. Das Spiel ist so fies. Nein, wie gemein. Wie, ein Leben hast du noch, ein Leben hast du noch. Es sieht doch auf Vorsprung, oh Gott. Ah! Nee, Vorsprung bringt nein, nichts. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und er alles jumpt da nach drauf. Vorne. Wie soll das gehen? Ja, du musst durchrutschen. Wie soll das denn gehen? Ja, du musst durchrutschen. Das Timing ist so kurz, so präzise, was man da machen muss. Das ist so lächerlich. Das ist voll hart lächerlich. Oder man geht da erstmal hin. Das ist, glaube ich, leichter. Man geht da erstmal hin. Versuch Nummer dann schießen, X. Oder was meinst du? 10.000. Ja, genau, dann erschießen. Ja, Bitch spielen. Was hast du gerade? Bitch gesagt? Nee, mitspielen. Achso. Das hat sich. Spiel, habe ich verstanden. Was ja, ist da los? Bitte mitspielen. Wollte ich sagen. Oh Gott, jetzt. Es gibt doch Items, du Depp. Ja, stimmt. Habe ich vergessen. Ja, wieder hängt er zurück und. Ja, weil die alle dann in mich reinlaufen. Du leckst die voll doof dahin. Zu mir. Ich lecke die überhaupt nicht. Verstehst du mich mit Absicht falsch? Man merkt, in welcher Stimmung ich heute bin. Das ist, ja. Ja, weil schlecht geträumt. Oh Gott, ich bin nach unten. Hinkommen, ey. Ich bin nach unten. Ich dachte, ich laufe die ganze Zeit gegen den Grabstein und merke das nicht.
Jetzt alles wieder richtig. Ist, wenn du plötzlich irgendwie stirbst oder dich durch den Wald verpieselst, ja? Und ich dann da irgendwo zwischen Gegnern rumhänge. Das ist voll kacke. Ja, heul nicht rum. Doch. Uhu. Von der Kampf hier ist noch viel einfacher, weil bei dem nächsten gegen ihn sind halt, ist ja plötzlich Abgrund. Na, Abgrund? Oh, ich weiß nicht, wie man den ausweichen soll. Gar nicht. Das muss ja irgendwie gehen. So. Ah, ist ein bisschen übertrieben, ne? Ja, ist mir egal, ich werde doch sowieso nicht überleben bis zum Ende. Ach, klar. Ja. Oh, man hört dir das an, dass das total ernst gemeint ist. Ich bin froh, dass ich einen so fähigen Spitzspieler bei mir habe. Hey! Wofür war das denn? Für den fähigen Mitspieler. Das war ein Kompliment. Mhm. Toll, jetzt bin ich schon wieder tot. Oh. Ja, du hast mich getötet. Ich sterbe eh gleich wieder. Ja, und ich dann auch, weil du mich halt mittötest. Du musst halt andere immer wenn mit in den Abgrund so jammerst, ziehen, ne? Ja, dann klaue ich dir gleich ein Leben, wenn ich Game Over bin. Nee, ist so. Doch, wenn das absehbar ist, dass du es sowieso nicht schaffst, mach ich das. Wenn es absehbar ist, nie absehbar. Natürlich. Weißt du was, ich schiel jetzt einfach, kann ich dem Ding wenigstens ausweichen. Du schielst jetzt? Ja. Willst du nicht alles also, einsammeln? Jetzt nicht mehr. Nö, kannst du haben. Kann ich haben? Kann ich haben, okay. Der ist viel nerviger als dieser andere Typ. Oh ja, nee, ist klar, toll. Ja, schießt doch dein blödes Feuer. Aber der ist eigentlich ziemlich einfach. Der ist extrem einfach, seinem Muster, seinem Pattern auszuweichen. Vor der Wolke kann man auch ganz einfach ausweichen. Ja, wenn du da 10 Kilometer weg bist von. Schon klar. Das ist sehr einfach eigentlich. Sehr einfach. Wo ist er denn jetzt? Da oben ist er. Nein. Und wenn er hier halt zur Seite geht, dann schießt er mal einmal, musst du einfach einmal rutschen. Immer nur einmal rutschen. Rutschen. So kann er dich nie treffen. Oh. Nicht reinrutschen. So war das nicht gemeint. Geh weg. Ich mach Panikbombe. Wie es nicht bringt. Warum ist der noch nicht tot? Jetzt schon wieder hier. Wir haben ah, scheiße, voll rein. Wir haben ihn nicht viel getroffen bis jetzt. Ah, ich habe ihn nicht viel getroffen. Ich korrigiere. Ich. So, jetzt ist er tot. Mann. Das ist voll anstrengend. Ja, du stirbst ja eh gleich wieder. Wie man so da steht. Oder der kleine Kackwaschbär ankommt. Und. Sag ich ja. Tschüss. Hast du mich reingeschubst? Ja, genau. So, ich lass dich mal alleine machen. So, jetzt kommt ja wieder der pure Skill. So, ja, das Problem bei diesem Abschnitt ist das so viel schwieriger. Zusammenzuspielen, wenn man sich noch zusammen dann auch noch timen muss. Verstehst du? Ja, ja. So. Gut. Oh, gut gemeistert. Wuhu! Noch nicht schießen? Oh Gott. Oh! Wuhu! Sehr gut! Die Panikrutsche kam da zur. Nee, das war die letzte Chance. Das sieht bei 1, 2 oder 3. Oh, jetzt so vorsichtig von hier unten. Oh, oh. Ah, da kannst du nicht wirklich ausweichen, ne? Da ist zu wenig Platz, doch, oder? Doch, es geht, aber sehr wenig Platz. Sehr gut, sehr gut. Denk dran, oben links kommen dann gleich ollen Fledermäuse. Rechts, Entschuldigung. Links, rechts, ne? Ich bin eine Frau, ich darf das. Diese Fiesen, die sind so wie Glühwürmchen, weil sie so eine komische Lampe unten dran haben. Das ist voll fies. Ja. Sehr gut. Ist er weg? Ja, er ist weg. Oh. Na, ein Stückchen. Blöder Kopf. Das ist so Trial and Error, dieses Level. Ich finde die Farbkombination unten dann auch sehr schön mit dem dunklen Blau und dem Schwarz. Sieht sehr gut aus. Ich weiß noch nicht, warum plötzlich unten die Steine blau sind. Aber vielleicht ist ja eine Kristallhöhle. Wer weiß. Blöde Fledermaus. Oh, das war so mit dem letzten, ne? Diese ja, da kannst du auch gar nicht ausweichen, du hast doch gar keinen Platz. Vor allem, wenn du dann da wieder landest, nachdem du tot warst, landest du direkt im Totenkopf drinne, was dir dann direkt nochmal was abziehen könnte. Könnte, hat es aber nicht. Hat es. Aber hat es schon mal gemacht. Ja, ja, eben. Vorsicht.
Oh, Kledermaus. Oh, nein. Wenn ich treffen kann. Oh nein, 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 nein. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Nein! Oh, jetzt hast du schon geschossen. Macht nichts, ich habe ja noch. Ich habe ja fast volles Leben hier. Ja. Ja, ein Herz, mehr oder weniger, ist ein Schuss. Also erst ist in der Mitte das Item und dann ist links vor diesem Stachel das Item. Gut, sehr gut. Egal, musst du durch. Dafür hast du Doppelschuss. Das ist super. Okay. Du hast noch ein Leben und eine Bombe hast du sogar auch noch. Sehr gut. Aber warte mit der Bombe. Vielleicht kommt noch irgendwie... Ja, ich bin sehr gespannt. Also das hier ist wieder mega Chance. Ja, warte mit der Bombe. Hast du gut gemacht. Super. Hä, wie warten? Warum warten? Ja. Nachher kommen vielleicht gleich noch irgendwie 10.000 von diesen blöden Fledermäusen, die er aus dem Ärmel zaubert. Das sind sehr große Ärmel, die er hat. Da passen Fledermäuse rein. Ah, wie soll ich denn ausweichen? Gar nicht. Machst du bis jetzt gut. Ja, klar. Und er weicht sogar aus dem Bildschirm aus, nachdem ich gestorben bin, damit er keinen Schaden nimmt. Exakt. Wir nicht reinlaufen. Oder nee, irgendwie vielleicht in die Mitte. Vielleicht in die Mitte irgendwie davon. Hä, was macht er denn da? Achso, achso. Und ja, das ist okay. Oh, ich glaube, er ist fast tot. Ich nee, habe ihn... auf. Wuhu! Okay. Okay, wir freuen uns gerade ganz leise. Hey. Super, du kriegst Punkte. Wuhu! Ja, der Skiller wieder am Werk. Easy peasy, easy war das Level geschafft. Zuspruch, ja? Ganz einfaches Level. Ich weiß nicht, wie man in diesem Level überhaupt scheitern kann. Der Waschbär auch überhaupt nicht erschöpft. Überhaupt nicht. Oh. Wieder Englisch. Sie waren die Gorgonzola-Goblins, die Nopinos unterwandert haben. Ja, wir laufen jetzt hier durch. Sie haben einen Zauberspruch gecastet, also auf die Nopino-Goblins. Und sie waren im Weg, irgendwie so. Das ist ganz falsch. Wenn wir sie allein lassen, dann wird es ein Desaster werden. Los, beeil dich. Schneller ja, mit deinen Füßen. Hopp. Aua. Ich habe eine Blase. Ist egal. Hast du ein Blasenpflaster? Das große Schiff. Nachdem sie die Untergrundpassage passiert haben... Gesäubert hatten... Tauchte ein sehr, sehr gruselig aussehendes Schiff auf. Und in der Distanz war es das Schloss von Gorgonzola. Die Festung von Gorgonzola. Ist Gorgonzola nicht eine Käse? Das ist die Gorgonzola-Festung. Ich wette, dass der schwarze Mantel dort ist. Gorgonzola ist doch ein Käse, oder nicht? Steh auf, Waschbär! Wenn wir auf dieses Schiff kommen... Können wir in die Festung gelangen? Ja, dann let's go! Lass uns gehen, los! It's me, Waschbär! Vielleicht, hallo? Mario im Waschbär-Kostüm? Kampf mit Sky Dumont. Oh, Sky Dumont, ein sehr sympathischer Mann. Ja. Ist alleine. Hat auch viel Geld. Ja, weil ich noch tot bin. Weil du noch tot bist. Stefan. Ich erkunde das Level eben. Und drücke nicht die ganze Zeit auf Start! Wolltest du mir wieder ein Leben klauen, ne? Guck mal, diese Feuerkügelchen am Anfang, ja, die geben immer Power-Ups. Ja, ich weiß. Oh, gleich der Megaschuss. Boah, hier eine Donnerwolke. Eine krummelige Donnerwolke. Kann man hier eigentlich runterfallen? Nee. Nein, aber ich mag solche Brücken nicht. So, privat jetzt. Ich finde die immer ganz furchtbar. Privat magst du solche Brücken nicht? Privat mag ich die nicht, nee. Alter! Ja, hallo, das kennt man doch von Zelda. Nicht reinlaufen, ausweichen. Boah, hallo. Oh, eine Fee. Ein Hund. Du bist ein reites Haus. Wie cool ist das denn, bitte? Wie cool. Kann was der zur Hölle? So? Was zum Geier? Was ist da los? Du bist unverwundbar auf dem Hund. Wie cool. Ja, easy. Ich weiß aber nicht, ich stelle mir das gerade schwierig zu zweit vor. Und jetzt leckt das richtig, weil hier 1 Milliarde Sprites hier gerade zu sehen sind. Oh, da ist er gestorben. Da wäre jetzt, glaube ich, der Endgegner bestimmt gekommen. Also der ein Mini-Zwischengegner. Ja, eben war ja der Zwischengegner auch der Endgegner. Der tauchte einfach nochmal auf. So, ja. das war lustig. Das war gut. Das Level sieht sehr einfach aus. Ich muss Start drücken. Ja. Wollen wir nicht jetzt einmal Tschüss sagen und dann... Tschüss? Ja. Also, so... Habe ich gesagt. Okay. Wieso wollten wir nicht noch dieses Level? Wir können das Level ja zumindest mal ausprobieren. Na gut. Und wenn wir es ausprobiert haben und für einfach befunden haben... Was wahrscheinlich dann schaffen wir das eben. Ah!
Wieso rutsche ich denn da runter? Ja, kein Skill, kein Skill. Weiß ich nicht, ob das jetzt notwendig war. Schnauze! Geht mir voll gut damit, mit dem Spiel. Ich bin hell auf begeistert. Ich finde das super. Ausweichen. Ich geh spazieren. Diesmal taucht die Fee gar nicht auf. Ja, weil du diesen da oben. Den muss man töten. Ach so. Jetzt der komische China-Mann. Wir haben voll das Gimmick gefunden. Tot. Ich nicht kriege, weißt du? Ich bin hier die ganze Zeit am Sterben und ich kriege nichts. Ja, gemein. Deswegen kriegst du ja auch nichts. Weil du verschwendest ja die Power-Ups gleich an Vater Tod. Alter! Und ich habe ja überlebt, wie du gesehen hast. Ja, oh, wer macht denn hier die Panikbombe? Das war keine Panikbombe. Nee, nee, schon klar. Ich gehe hier lang. Was? Also die ziehen echt derbe viel ab. Ja, die muss man besiegen wohl. Du hast kein Leben mehr, du bist komplett tot. Ja. Weil du einfach mal reinläufst. Weil ich da festhing. Entschuldige bitte. So, guten Tag. Hallo. Guten Tag. Stop. Du hast mir wieder ein Leben. Wow, 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 wow. Ja, die sind echt uncool. Oh, das ist wieder so ein Abschnitt, wo wir alles besiegen müssen. Und ja, toll. Diese blöden Wirbel habe ich noch nicht ganz verstanden. Eieiei, das ist echt gar nicht so leicht. Keine Ahnung, diese Wirbel, die kannst du... Die kann man zerstören, aber die dauern lange. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht auch öfter mal dies hier einsetzen müssen. Also du deinen Schwanz und ich meinen Zauberstab. Ich habe keine Ahnung. Wieso, was soll denn das bringen? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist das ja was anderes. Hat gar nichts gebracht. Ja, musst du mal bei diesen Gaming Grumps Experten vorbeischauen. Ja, werde ich mal machen. Und dann weiß ich viel mehr als du und ich werde dir nichts sagen. Guck mal, wir haben es geschafft. Oh, wie ich fast noch gestorben wäre. Oh, es geht weiter. Neuer Abschnitt. Los. Ah, jetzt sind wir auf diesem Schiff. Oh, cool. Ah. Jetzt awesome. Sind wir fast in der wow. Fortress. Oh, LeChuck. LeChuck. Der hat gar nicht mit uns gesprochen. Oh, jetzt kommt... Ach so, das ist gar nicht... Ah, hier muss man durch. Wieso habe ich eigentlich kein Leben mehr? Ich hatte irgendwie noch zwei. Ich hatte eigentlich... irgendwie noch zwei Leben eigentlich. Voll awesome. Viel besser als der Schnackpfad. Ja, ja. Der schießt hier, ich würde das gerne mal von den Zuschauern verifizieren lassen. Ich hätte gerne einen Lebensklau-Counter, wie oft mir Leben abhanden kommen. Da ist ja schon wieder ein LeChuck. Viele LeChucks laufen denn hier rum. Ja, die sind normale Gegner und das ist voll schwer. Das das muss man sich mal überlegen. Bei Monkey Island musste Guybrush Threepwood nur gegen... Da musst du gar nicht auf No gehen. Da musste Guybrush Threepwood nur gegen einen LeChuck kämpfen. Wir müssen einfach die als normale Gegner einfach besiegen. Als der ins Pogo-Puschel. Das ist einfach saukrass. Pogo-Puschel gegen LeChuck, das ist ein bisschen unfair. Das ist echt ein bisschen krass. Kann man echt mal so stehen lassen. Warum drückst du auf Start? Wollten wir hier Pause machen? Ja. Ja, dann machen wir hier Pause. Wir haben ein Level geschafft. Wuhu! In guten Spielvermögens 5 Parts. Von einem Herrn Schnackfatt. Ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut. Ja, danke, danke, danke. Ich bin ja auch nicht dafür, ich kann da dir einen so überreichen. Sondern nur hier, um die. Um mich Symbol zu behindern. Zu heben, weißt du? Ach so, ich dachte zum Senken. Nee. Es gibt ja auch gar kein Hochniveau und Tiefniveau. Weil welcher Zuschauer würde denn, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache ganz niveaulose Let's Plays, ne? Welcher Zuschauer würde denn freiwillig sagen, hey, ich schaue mir die niveaulosen Let's Plays von dem Schnackfass an? Also, wer würde überhaupt die sagen. Die Leute, die da Bock drauf haben, jemanden zu hören, der da. Ja, aber ganz ehrlich, niemand würde von sich selber behaupten, dass er sich niveaulose Videos reinzieht. Kein Mensch. Jeder behauptet ja. Das Fernsehformat wird ja auch als niveaulos bezeichnet und trotzdem. Ja, trotzdem wird es geschaut, genau. Aber die Leute würden niemals sagen, dass das niveaulos wäre. Die sagen immer, das ist Kunst. Hörst du auch beim Dschungelcamp? Keiner sagt, ich guck das, weil ich das geil finde, ich bin so Voyeurist, ne? Die Leute sagen, das ist Kunst, das ist ein Sozialexperiment, sagen manche, ne? Es gibt sehr viele unehrliche Menschen. Alles Heuchler. Ja, alles Heuchler. In diesem Sinne, auch du bist ein Heuchler und verwirr mich nicht hier. Ich hätte fast was anderes gesagt. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder Pogo-Puschel alias LeChucks besiegen und das Level schaffen, bestimmt. Wieder ich, alleine. Also nicht wir, sondern ich, wenn ich das Level dann schaffe, nach der maximalen Behinderung. Und schau einfach gut aus. Schaust dann einfach auf, wie ich den Controller an meiner Heimkonsole bediene. Ja. Und wie. Vielleicht schaust du dir mal was ab, ein paar Tricks. Bis dahin. Ich bin die Schleife auf dem Geschenk und du bist halt das Geschenk.
Papier. Keine Ahnung. Ich bin das Geschenk. Du bist die Verpackung. Alles klar. Okay. In diesem Sinne, das ist ein schönes Bildnis. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.